herzlich willkommen zu Part 8 von Let's Play The Sims 4 Love Island Staffel 2. Wir sind wieder zurück mit unseren wunderbaren Love Islandern. Und im letzten Part hat sich unsere Gruppe etwas verkleinert. Denn ein Couple musste gehen. Ihr habt darüber entschieden, wer gehen muss. Und ihr habt euch für Cole und Eileen entschieden. Vorher haben wir noch ein richtig schönes Date mit den beiden verbracht. Aber ich glaube, es war schon richtig, dass die zwei jetzt vielleicht die, sagen wir mal, sich abseits der Show kennenlernen. Weil was Cole hier in letzter Zeit abgezogen hat, war ja irgendwie auch nicht ganz zielführend. Deswegen ist das vielleicht ganz gut, wenn die zwei sich jetzt einfach noch in Ruhe kennenlernen können oder eben getrennte Wege gehen. Und ja, wir sind schon bei Part 8. Das heißt, wir haben noch zwei Folgen und dann ist schon das große Finale. Also diese hier und die nächste. Und dann ist schon Finale. Also wirklich spannend, was jetzt hier in der nächsten Zeit noch passieren wird. Und wer dann am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen wird, sehen wir dann ganz bald. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in dieses Video rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Okay, wir starten mal etwas ungewöhnlicher. Ich habe die Sims jetzt gerade ins Haus teleportieren wollen, aber dann kam plötzlich dieser Bildschirm hier und ich finde das so toll und so entscheidend und so wichtig für die Geschichte. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Miruna ist ja eigentlich ein Hitzkopf und sie hat ja im letzten Part so ein bisschen, ich nenne es mal provoziert und hat angefangen mit Tao zu flirten, um zu gucken, wie Jaden darauf reagiert. Und ja, Jaden war da nicht amused und dann sind die zwei so ein bisschen aneinander geraten und haben sich dann aber hinterher wieder vertragen. Und dann hat Jaden sie gefragt, ob sie seine Freundin sein möchte. Also richtig, richtig süß. Also die zwei haben jetzt richtig schön zueinander gefunden. Und jetzt möchte sie tatsächlich, beziehungsweise merkt sie, dass sie einfach in letzter Zeit viel ausgeglichener und fröhlicher ist. Und deswegen möchte sie ihr hitzköpfiges Temperament zügeln und fröhlich sein. Und ich finde das so schön und so passend. Und genau das ist ja auch das, was wir in Love Island sehen wollen. Dass die Leute über sich hinauswachsen und ihre schlechten Angewohnheiten vielleicht auch irgendwie ablegen, um die wahre Liebe zu finden. Und das ist einfach nur richtig, richtig schön. Deswegen sagen wir dann natürlich ja. Und somit hat Miruna ein neues Merkmal. Richtig süß. Das findet Nani nicht gut. Jaden findet das gut. Hao hat jetzt sogar eine Abneigung. Ja, nee. Also fröhliche Sims findet Hao gar nicht gut. Nee. Nee, Miruna. Was soll das? Wo ist ein Klo? Hier ist doch eins. Oh mein Gott, ich bin doch der größte Keck EU-West. Ihr habt's mir noch gesagt. Ihr habt's mir noch gesagt. Ach du heilige Scheiße. Gut, Miruna scheint schwanger zu sein. Surprise! Woohoo! Okay, jetzt werden erstmal alle hier ins Haus teleportiert und... Oh mein Gott. Ich meine, das musste ja passieren. So oft, wie die in letzter Zeit jetzt hier miteinander rumgeturtelt haben. Okay, aber wir werden natürlich keinen Schwangerschaftstest machen, weil sie soll ja nicht wissen, dass sie schwanger ist. Gut, und sie möchte mit Jaden über Beziehungsängste reden. Ach ja, weil sie Angst hat, betrogen zu werden. Und das finde ich eigentlich ganz süß, dass die zwei sich darüber noch ein bisschen unterhalten wollen. Deswegen machen die das jetzt auch einfach mal. Sie können sich ja vielleicht mal zusammen da hinten auf die Bank setzen. Ich lasse sie einmal eine Gruppe bilden, dann können sie sich hier ein bisschen zusammen hinsetzen. Ihr könnt ja vielleicht noch mal ein bisschen Sterne beobachten und dann kann sie eben ihre Angst noch ein bisschen äußern. Ja, dass sie eben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat und Menschen nicht mehr so gut vertrauen kann und deswegen und eben auch hocheifersüchtig ist und deswegen möchte sie, dass es jetzt alles anders wird mit Jaden zusammen. Ah, hier. Über Beziehungsängste reden. Bin sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Okay, er beruhigt sie. Das ist sehr süß. Schön. Fortschritt bei der Angstbewältigung. Ja, sehr schön. Das freut mich. Okay, wie ist die Lage bei den anderen? Also, die sind immer noch alle schlecht gelaunt. Ach so, ich glaube, ich habe noch die Selbstständigkeit aus. Yes, ihr dürft euch natürlich jetzt wieder frei bewegen. Macht, was ihr wollt. Oh, Nani und Killian geraten gerade aneinander. Ich weiß nicht, ob Killian irgendwas Doofes gegenüber Hao gesagt hat, was sie dann sauer gemacht hat. Und deswegen hat sie ihn angeschnauzt. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass zwischen Killian und Nani ist eher freundschaftlich und dass Hao und Nani irgendwie nicht so richtig die Finger voneinander lassen können. Aber ich weiß es auch noch nicht so genau, ehrlich gesagt.
Und Jaden passt sich Miruna jetzt auch noch an und ist auch fröhlich. Oh mein Gott. Also diese Love Story da hinten, mit der hat, also das ist die Love Story, mit der keiner gerechnet hat. Wir haben alle nicht mit gerechnet, aber wir brauchten es. Oh mein Gott, was für eine schöne Geschichte ist das denn bitte? Ich kann nicht mehr. Ihr seid so süß, ihr beiden. Und ihr dürft dann auch ein Kind erwarten. Das ist okay für mich. Das ist, also wenn irgendwer hier im Haus ein Kind erwarten darf, dann ihr. Es ist ja auch irgendwie richtig süß, ne? Weil die zwei wollen ja eine große, glückliche Familie und das auch möglichst bald, weil sie Angst haben, so dass ihre Zeit davonläuft. Und ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir kriegen direkt mal ein Kind. Also wir kommen aus dem Love Island Haus und haben direkt mal ein Kind. Schön. Was passiert hier schon wieder? How hat mehr über Nani gelernt und fühlt sich nun von ihr stark angezogen. Was macht ihr hier? Was? Was ist das? Was ist das für ein Ritual? Emotionale Verbindung eingehen? Was ist das? Oh mein Gott. Ich liebe es. Ich liebe den ganzen Tee in diesem Haus. Es ist einfach nur so toll. Oh, Killian wollte gerade mit Nani hier dieses Spiel spielen. Sie hat aber gar keinen Bock. Sie ist einfach direkt gegangen. Also, schwierig. Schwierig, Leute. So, okay, der nächste Morgen ist angebrochen und ich dachte schon, meine Pläne fallen heute ins Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es hatte so geschüttet eben und es hat richtig gewittert und jetzt scheint einfach die Sonne. Es ist strahlenblauer Himmel. Die Girls machen hier schon ein bisschen Sport am frühen Morgen. Finde ich irgendwie richtig süß, dass sie das hier so zusammen gemacht haben. Und alle anderen sind auch sehr gut drauf. Hier oben, guck mal, alle machen so Sport. Jaden ist auch auf dem Laufband. Hao hat ein Brot gebacken. Genau, Nani macht Sport und Killian liegt noch im Bett und macht ein kleines Nickerchen. Und ich habe mir gedacht, ihr fandet letztes Mal die Challenge so cool. Deswegen machen wir heute nochmal eine Challenge. Ich habe eben noch eine in der Galerie gefunden, die jemand von euch gebaut hat. Und ich fand den Namen so süß. Deswegen machen wir heute die Give Your Love a Kick Challenge. Na toll, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Nun gut. Aber das hier ist die Give Your Love a Kick Challenge. Bei dieser Challenge geht es darum, dass beide Couple-Mitglieder den Ball möglichst lange hochhalten. Und am Ende zählen wir beide Ergebnisse zusammen. Und welches Couple dann die höchste Zahl quasi erreicht hat, bekommt dann ein Date. Und ja, genau, fand ich richtig süß. Und ich fand, wie gesagt, den Namen auch einfach richtig sweet. Deswegen machen wir das heute mal. Also ich würde sagen, Miruna und Jaden fangen vielleicht hier hinten an. Ich lasse die mal hier hingehen. So, dann daneben Hao und Alicia und Nani und Killian gehen dann hier hin. Und ich glaube, ich werde das Wetter mal ganz kurz cheaten, weil den Regen können wir jetzt heute nicht gebrauchen. Okay, alle Mitglieder sind bereit. Alle. Oh mein Gott, ich sehe gerade erst das Bild von Miruna und Jaden. Oh mein Gott, süß, das müssen wir uns später mal angucken. Aber alle sind bereit, alle möchten jetzt den Ball möglichst lange hochhalten. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf Play und lasse die Kandidaten beginnen. Ah, ich glaube, Jaden hat als letztes den Ball genommen. Ja, er hat schon ein bisschen Nachteil, beziehungsweise diesmal geht es ja gar nicht um Schnelligkeit, fällt mir gerade ein. Sondern es geht ja darum, wie oft sie den Ball hochhalten. Oh, bei Killian sieht es nicht so gut aus. 8 Mal hat er ihn gekickt. Okay, ich muss mir das jetzt aufschreiben, weil sonst vergesse ich das natürlich gleich. Aber sie schlagen sich alle ganz schön gut. Oh, also Killian 8 Mal. Hao 4 Mal. Also das erste Ergebnis zählt natürlich, ne? Also Verbesserung gibt es nicht. Aber irgendwie die Mädels... Ah, okay, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Fitness-Level zu tun, ne? Die Mädels schlagen sich nämlich ziemlich gut. Und Jaden ist auch ganz schön am Rasieren, würde ich sagen. Ah, okay. Miruna hat ihn 40 Mal gekickt. Jaden 36 Mal. Alicia 40 Mal. Und nur noch Nani ist noch dabei. Hao feuert sie auch ein bisschen an, obwohl er es ja eigentlich nicht sollte, weil sie nicht sein Date ist. Aber ich bin sehr gespannt, ob das jetzt der Sieg für Nani und Killian wird. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass... Oh, obwohl, wir müssen ja Jaden und Miruna zusammenzählen. Das ist natürlich viel. Aber Nani kennt keine Grenzen. Also sie hört gar nicht mehr auf. Diese Frau ist nicht zu bremsen. Sag mal, Nani, was ist denn los mit dir? Und Killian ist begeistert. Er entdeckt versteckte Talente. Hier drüben sind natürlich auch schon ganz viele Paparazzis, die am Glotzen sind, wie das halt so ist, wenn man am Strand ist, ne? Sie stinkt auch schon. Also sie schwitzt ordentlich dabei. Aber es gibt kein Ende. Also sie gibt alles. Sie scheint wirklich krass Zeit mit Killian verbringen zu wollen. Also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Miruna und Jaden das dann machen, weil man die ja zusammenzählt. Aber Nani hört nicht mehr auf, Leute. Okay, der Ball ist ihr runtergefallen. Aber wir haben keine
Benachrichtigung, wie oft sie ihn gekickt hat. Nein! Wir wurden betrogen, Leute! Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das, was Nani hier gerade aufs Parkett gelegt hat, wirklich beeindruckend war. Und Jaden und Miruna hatten ja jetzt auch genug Zeit für sich. Deswegen würde ich sagen, die Gewinner dieser Challenge kann man am Äußeren auch erkennen. Wer hat sich hier am meisten ins Zeug gelegt? Ich würde sagen, es sind Killian und Nani. Deswegen sind die zwei die Gewinner unserer heutigen Challenge. Ihr könnt euch jetzt einmal umarmen. Wird wahrscheinlich jetzt eine richtig tolle Umarmung, weil ja, sie sehr stinkt. Aber wir können ihn nicht mehr umarmen. Dann umarmen wir ihn halt mit unseren Worten. Wir flirten kurz. Oh mein Gott! Fand er nicht gut. Ich glaube, er fand es jetzt nicht gut. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, er fand es nicht gut, weil er halt so reingeschissen hat und sie dann so rasiert hat. Und jetzt hat er ihr auch noch gesagt, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe kein Interesse daran, eine solche Beziehung zu dir einzugehen. Aber über ein freundschaftliches Verhältnis würde ich mich sehr freuen. Eieieiei. Nun gut, aber dann wollen wir mal zu dem heutigen Date, was die zwei sich jetzt gerade verdient haben, losdüsen. Es wurde nämlich ein richtig schönes Wellnesscenter gebaut, das Paradise Spa und Hotel. Und da werden die zwei jetzt heute mal ihren Tag verbringen. Und ich denke, Nani wird als erstes erstmal eine Dusche aufsuchen, damit sie den Schmutz von der Challenge einmal abwaschen kann. Aber ich fand's voll süß. Ich finde das richtig schön, diese Challenges von euch zu machen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr die erstellt habt. Und das hier ist, wie gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das Spa, was jemand von euch erstellt hat. Heiliger Strohsack. Wie geil sieht das denn bitte aus? Maxi, what did you do? Oh mein Gott. Krass. Das ist wirklich der absolute Hammer. Also super, super crazy. So, als allererstes gehst du jetzt erstmal eine Runde duschen. Achso, wir müssen sie rein teleportieren. Maxi hat nämlich an alles gedacht, als sie das gebaut hat. Hat sie extra reingeschrieben, dass die rein teleportiert werden müssen. Und das finde ich fantastisch, weil so kann nämlich niemand da reinkommen. Das heißt, die zwei haben diesen Ort für sich und können die Zeit jetzt hier einfach genießen. So, und hier gibt es auch schon eine Dusche. Wie wäre es denn, wenn ihr jetzt einfach mal nebeneinander eine Dusche nehmt? Und dann gucken wir mal, wie ihr das so findet. Ich denke, Nani hat das jetzt schon ziemlich runtergezogen, was er gerade zu ihr gesagt hat. Aber andererseits, ja, wissen wir alle, an wem sie eigentlich Interesse hat. Und das ist nicht Killian. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die zwei jetzt mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Also ich freue mich, dass die zwei gewonnen haben. Ich habe es tatsächlich auch gehofft, weil ich ihnen es sehr wünsche, weil ich so sagen würde, dass die von allen Couples am wenigsten Zeit bisher miteinander verbracht haben. Und ich würde sagen, wenn sie jetzt fertig geduscht haben, gehen wir mal eine Runde, gehen wir in den Whirlpool oder was? Ich muss erstmal gucken, was es hier alles gibt, hör mal. Da ist noch eine Bar. Ja, die Mitarbeiter kommen alle leider nicht hier hin. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber ich würde sagen, okay, wir gehen eine Runde nackt baden. Warum kann sie nur nackt baden? Okay, der Whirlpool will gerade nicht. Dann gehen wir die Sauna, nehmen wir die Sauna. Das ist auch gar kein Problem. Die zwei setzen sich auch immerhin nebeneinander und verbringen so die Zeit miteinander. Aber geredet wird hier nicht viel. Vielleicht sollten wir das Ganze mal als ein Date machen, ne? Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie wahrscheinlich sagt, dass sie das nicht will. Also Leute, das sagt ja auch schon einiges. Ein freundschaftliches Treffen kann ich erstellen, aber ein romantisches Treffen kann ich nicht erstellen. Sehr, sehr interessant. Das heißt, wir verbringen unsere Zeit jetzt einfach mal so miteinander und guck mal, ob die zwei einfach daran interessiert sind, ja, mit ein bisschen miteinander zu quatschen. Und oh mein Gott, also bei diesem wunderbaren Sundowner kann man die Zeit doch jetzt ja auch eigentlich einfach nur genießen, oder? Guck mal, wir füllen jetzt den Brunnen mit Schokolade und dann können wir so ein bisschen Schokofrüchte essen. Das wär's doch jetzt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Also das ist ja jetzt wohl sowas von ein Träumchen. Oh mein Gott, ich liebe es. Guckt mal, mit den Bademänteln und dann den Schoko-Erdbeeren, das ist sowas von süß. Also das ist doch wirklich ein Date, was die so bei Love Island haben würden. Finde ich einfach absolut fantastisch. So, Killian, setz dich doch mal zu ihr und dann könnt ihr euch mal ein bisschen unterhalten. Wie wär's? Ich glaube, der Spruch von Killian bei der Challenge war wirklich ein richtiger Downer. Also die haben jetzt wirklich gar keinen Bock mehr, miteinander zu interagieren. Leute, was ist denn jetzt hier los? Oh mein Gott. Ich habe die Selbstständigkeit noch aus. Gut. Also ihr dürft eure Zeit hier ein bisschen verlängern, ne? Genießt die Zeit. Frau Simfinity hat mal wieder reingeschissen. Mal gucken, ob sie jetzt miteinander reden wollen.
Aha, da wird dann auch mal losgequasselt nämlich. Ich dachte schon, das kann doch nicht sein, dass sie so gar keinen Bock haben, miteinander zu reden. Aber Killian würde jetzt gerne noch eine Runde in die Sauna gehen, deswegen gehen wir ihm jetzt auch direkt mal hinterher. Sie will auch weiterhin mit ihm plaudern. Es fängt auch gerade an zu regnen, deswegen ist das vielleicht auch gerade der Place to be. Sind auch die ganze Zeit nur lustig miteinander. Jetzt holt sie ihren Ball nochmal raus. Nee, Nani, der gehört dir nicht mehr. Das war nur für die Challenger auf. Und ganz hinten hier irgendwo ist die Stimmung, dass sie eben von dem VIP einmal kokett sind. Aber so richtig beeinflussen tut sie das nicht. Aber sie sind gute Freunde geworden. Sehr, sehr süß. Wie ist denn gerade der Status? Also fühlen die sich gerade voneinander angezogen? Also Killian findet sie schon anziehend. Und Nani, findest du... Ja, sie findet Killian eigentlich auch anziehend. Aber irgendwie fehlt den beiden was, damit es auch wirklich romantisch sein kann. Nani planscht jetzt hier hinten noch ein bisschen im Schwimmbecken, während Killian ein paar Drinks vorbereitet. Aber den hat er immerhin nicht für sich selbst gemacht. Also er scheint ihn für Nani gemacht zu haben. Deswegen lassen wir sie ihn jetzt mal trinken. Aber das sieht mir nicht sehr romantisch aus hier. Er spielt ein Handyspiel. Okay. Jetzt denkt Killian doch nochmal, dass er sie stark angezogen sich von ihr stark angezogen fühlt. Aber ich habe fast das Gefühl, es ist zu spät, Killian. Ich hab da kein gutes Gefühl. Das Date ist nämlich jetzt auch vorbei, weil wir haben jetzt schon sehr spät und ich habe euch ja schon mehr Zeit gegeben, als ihr eigentlich gehabt hättet. Wir gehen jetzt zurück in die Villa. Eieieiei. Also da hat es jetzt ja nicht so sehr geknistert, wie man das vielleicht am Anfang gedacht hätte. Ich meine, die beiden waren die Ersten, die in die Kiste gehüpft sind. Deswegen hätte man ja vielleicht vermuten können, ne, dass das jetzt hier heiß hergeht. Aber dem ist nicht so. Aber Nani möchte auch fröhlich sein. Das ist doch auch eine schöne Sache. Das kann sie auf jeden Fall gerne machen. Und dann schicken wir jetzt alle wieder ins Haus. Oh mein Gott. 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 Niruna. No. Okay, wir müssen mal kurz die Schwangerschaft pausieren, damit sie jetzt hier nicht während Love Island irgendwie ein Kind gebärt. Oh mein Gott, sie erwartet auch noch Zwillinge. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Das ist wirklich... Das kannst du wieder keinem erzählen. Guck mal, die zwei besprechen jetzt hier gerade nochmal. Wir machen nochmal so eine Date-Nachbesprechung. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die zwei jetzt da, also ob bei denen schon mehr ist, aber vielleicht besprechen die jetzt einfach auch nochmal, dass sie eben nur Freunde sein wollen. Aber ich glaube, das ist automatisch, ne, weil sie noch keine Liebesleiste haben, sind alle Flirts vergessen. Und dann sind die zwei halt einfach nur sehr, sehr gute Freunde. Und das sind sie wirklich. Also sie verstehen sich auch wirklich richtig, richtig gut. Und man merkt auch, dass sie sehr gut miteinander harmonieren und auch ja einen ähnlichen Lebensstil haben und so weiter. Und das heißt ja nicht immer, dass man ein Paar sein muss, sondern man kann sich auch wirklich einfach menschlich sehr, sehr gut verstehen. Oh mein Gott, ist das süß. Hao ist gerade aufgewacht und möchte jetzt von der wahren Liebe tagträumen. Oh mein Gott, das ist sowas von süß. Ich kann doch nicht mehr. Hao, du hast doch wirklich eigentlich nur das Beste verdient. Eieieiei. Ja, Miruna merkt schon ihre Wehwehchen. Ihr ist ziemlich übel. Oh Gott. Die anderen Islander haben das natürlich noch nicht mitbekommen, was hier passiert ist. Aber ja, spektakulär, würde ich sagen. Einfach nur spektakulär. So, und für den Spice haben die Redakteuren mir gerade noch was aufs Ohr gegeben. Ihr seht, hier ist ne, mein Kopfhörer und manchmal kriege ich dann hier was aufs Knöpfchen und dann sagen die mir, ja, Frau Simfinity, wir brauchen da jetzt einfach nochmal ein bisschen Action in der Bude. Und deswegen haben sie mir offenbart, dass wir noch ein Date in dieser Folge haben. Und zwar ein Date zwischen zwei Menschen, die kein Couple sind. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal mit Nani und Hao auf ein Date. Oh mein Gott, ich bin so grausam. Egal, das war, nee, war nicht ich. Das war die Redaktion auf meinem Ohr. Ne? Geht's euch denn gut? Put your hands up in the air. Yes, okay. Oh, ja, Leute, ich kann das doch nicht. Oh, mir fällt gerade ein, wo ich jetzt hier gerade im Ladebildschirm bin. Habt ihr euch schon für den Newsletter eingetragen? Morgen, nee, übermorgen, wenn ihr dieses Video seht, übermorgen. Also am 21.
Darf ich euch den Namen von meiner Schmuckkollektion verraten? Also auf Twitch verrate ich das. Ich glaube, um 18 Uhr bin ich dann live und dann verrate ich euch den Namen und all das, worum es in dieser Kollektion geht. Und ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Das wird richtig schön. Und ja, falls ihr dabei sein wollt, kommt da gerne in den Stream. Ansonsten verrate ich euch das dann am Dienstag auch im Video. So, wir gehen zur gleichen Location wie gestern mit Killian. Ist sehr barbarisch, ich weiß. Aber wir müssen da jetzt durch. Wir müssen das jetzt einmal durchleben. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin so sehr gespannt. Wir können eine romantische Wiedergutmachverabredung machen. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Aber wir sind hier bei einem Drama-Format, deswegen gibt es jetzt Drama. Let's go. Freundlich sein natürlich. Und einfach auch ein bisschen schwimmen. Und vielleicht das ein oder andere. Nee, Spaß. Weg damit. Ja, komm. Was soll der Geiz? Okay, und wir bleiben natürlich auf dem Gelände, wo wir gerade sind. Und somit beginnt das Date von Hao und Nani. Das Date, womit keiner gerechnet hat in dieser Staffel. Also nicht mehr. Guck mal, sie wollen nicht mal rein teleportiert werden. Sie reden schon hier vor miteinander. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Führt doch mal ein bisschen Smalltalk. Sie holt noch ein bisschen Brot aus der Tasche. Ich glaube, das hat Hao doch sogar gebracht. Das ist ja süß. Er hat ihr das bestimmt mitgebracht. Er hat so gesagt, ich weiß nicht, ob du schon gefrühstückt hast, aber hier ist ein bisschen Brot für dich. Das habe ich heute früh gebacken. So, und jetzt werden wir uns mal entschuldigen für die letzten Wochen. Das war alles einfach ein bisschen holprig. Und dann werden wir sie noch mal kennenlernen, ne? Einfach mal ein bisschen Smalltalk führen, einfach mal ein bisschen belangloses Schnattern über die heißen Temperaturen und da können sie direkt schon wieder miteinander lachen. Ich war das nicht. Ich war das nicht, Leute. Ich möchte kurz sagen, ich war das nicht. Ich war das nicht. Hao möchte ihr jetzt ein Kompliment über das Aussehen machen. Oh mein Gott. Und sie will es natürlich. Ist ja ganz klar. Gut, wir reden über körperliche Nähe. Im Fernsehen natürlich nur. So, und danach gehen wir mal eine Runde schwimmen. Können wir hier oben auch schwimmen? Wait, als ob... Ach so, oh. Wir schwimmen aber mal hier. Geht mal zusammen hier schwimmen. Ach, und jetzt unterhalten sie sich auch hier so ein bisschen im Wasser. Ist schon süß. Ist schon süß. Da wird's gemein. Da war es gemein. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen. Sie haben sich gestritten. So, jetzt spritzt sie mal nass. Mal gucken, was er dazu sagt. Nee, wollte sie jetzt doch nicht machen. Oder? Doch. Okay. Das fanden sie lustig. Das ist also, gut. Also es ist auch ein bisschen holprig zwischendurch noch, ne? Also hier gibt es auch immer mal wieder Minusherzen, weil er halt immer noch im Hinterkopf hat, unverzeihlicher Betrug, ne? Also er findet das immer noch nicht cool, was Nani damals gemacht hat, als die zwei ja schon ein Couple waren. So, aber jetzt redet doch mal ganz schön einfach nur übers Schwimmen. Hier können wir mal ihr Schwimmtipps geben. Hör mal, dein Beinschlag, der könnte ein bisschen besser sein, Nani. Dein Beinschlag ist ganz schön tragisch. Dann reden wir jetzt mal über Techtelmechtel. Oh mein Gott. Finden sie natürlich super. Finden sie natürlich richtig gut. So, jetzt haben wir nur noch drei Optionen. Entweder flirten, etwas körperliche Nähe oder ein Techtelmechtel. Wir werden sie mal umwerben. Oh mein Gott, die zwei machen mich so fertig. Ich sag's euch. So, danach gibt's nochmal ein bisschen Smalltalk. Frag sie nach ihrem Tag. Ganz ungezwungen und ohne Hintergedanken. Ja, komm. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen körperliche Nähe für den Spice, Leute. Die Redaktion. Nee, geht nicht. Alles, was wir hier machen können, kann ich nicht machen. Ich kann nicht. Oder wollen wir es versuchen? Ich meine, wenn es passieren soll, soll es passieren. Ich weiß nicht mal, wo hier eine heiße Quelle ist. Wo gehen die hin? Da ist die heiße Quelle. Sie machen es, Leute. Ich glaub's ja gar nicht. Niemand hat sich beschwert. Keiner. Die sind einfach in das Becken und let's go. Keiner hat irgendwas hinterfragt. Niemand. Ach du heiliger Strohsack. Aha. Aha. Auf den letzten Metern hat Hao sich nochmal umentschieden, weil das Wasser so dreckig ist. Ih, ihr Schweine. Oh, die Verabredung ist vorbei. Und sie war so semi-erfolgreich. Aber die zwei haben wieder eine Liebesleiste. Sie sind aus der roten Phase raus. Seht ihr das? Ach du meine Güte, Leute. Nani sitzt hier immer noch im Wasser und singt. Sie ist mega glücklich, weil sie die Zeit mit Hao einfach sehr genießt. Aber jetzt geht ihr wieder zurück zu den anderen. Die waren so kurz vorm Techtelmechtel, Leute. Die wollten es tun. Ich hab's in deren Augen gesehen. Und nur weil das Wasser dann umgeschlagen ist, haben sie es nicht getan. Heiliger Strohsack, möchte ich sagen.
Heiliger Strohsack. Wir sind wieder zurück bei den anderen. Killian ist mega kokett und steht hier im Bademantel und kocht Mais oder so. Aber das muss man jetzt, glaube ich, erstmal verarbeiten. Also Alicia und Hao gehen auch einfach aneinander vorbei, als würden sie sich nicht kennen. Eieieiei. Also Leute, das hier ist jetzt das Ende von dieser Folge hier. Und ihr dürft mal wieder etwas abstimmen. Eine sehr interessante Sache. Wir werden im nächsten Part nochmal eine Paarungszeremonie machen. Es werden noch ein paar Dinge passieren. Und für wen soll Hao sich entscheiden? Was denkt ihr, für wen entscheidet er sich? Für die sichere Wahl Alicia, die ihn noch nicht enttäuscht hat, die, wo sie eigentlich auf einer Wellenlänge waren, wo wir gesagt haben, hey, das passt voll gut und die sind voll süß zusammen. Und irgendwie hat ihn, also sie hat ihn ja auch so ein bisschen aus dem Loch wieder rausgebracht, was er gefühlt hat, nachdem Nani eben Scheiße gebaut hat. Nani ist eigentlich all das, was er nicht möchte. Sehr sprunghaft und sehr wild und nicht so wirklich monogam unterwegs. Und deswegen weiß man nicht, ob sie die beste Wahl für Hao ist. Aber irgendwie schlägt sein Herz für sie. Zumindest scheint es so. Deswegen entscheidet euch zwischen Nani und Alicia. Jetzt hätte ich fast Aileen gesagt. Also, für wen soll Hao sich entscheiden bei der nächsten Couple-Wahl? Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Es war ja wirklich also einfach nur Drama pur, dass unsere Miruna jetzt auch noch schwanger ist. Also, es ist einfach so iconic, weil es so gut zu den beiden passt, dass sie direkt nach der Serie quasi ihr Kind kriegen und happy ever after. Aber wer weiß, vielleicht passiert auch noch was, ne? Man kann ja nie wissen bei dieser Show hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Ideen und Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr Lust habt, noch irgendwelche Challenge- oder Date-Grundstücke zu bauen, könnt ihr das sehr gerne machen und mit dem Hashtag SimfinityLoveIsland hochladen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi!